Einen wunderschönen guten Tag, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von und mit Comet Arms. Und wir gucken jetzt mal weiter, ob wir irgendwie einen Raum finden, in dem wir zocken können. Dredge ist eine richtig geile Map, das ist meine Lieblingsmap nach wie vor, aber Arms Race habe ich keine Lust drauf. Also weiter gucken. Neptun VIP Elimination. Ach. So, Neptun, sie sind im Spiel. Ja, gucken wir da mal rein. Und dann, ja, ich bin gespannt, auf welcher Seite ich hier bin. Hier braucht man eigentlich gar nicht so viel mit der MG oder mit einem normalen Gewehr rumlaufen. Denn die Map ist so groß an sich, dass man hier eigentlich relativ viel mit der Sniper in der Ecke sitzen kann. Enemy down. Tschüss. Enemy down. Wow. Ach, Scheiße! Neptun ist auch schon eine ganze Weile her, wo ich die Map das letzte Mal gezockt habe. Sie kann Spaß machen, die kann aber auch tierisch abfucken. Aber das hängt ja immer ganz von dem ab, was für Spieler hier drauf kommen und wie gut diese Spieler dann noch tatsächlich sind. Es ist auch relativ wenig los gerade hier auf der Map. Aber naja, auch das kriegen wir noch rum. Hier unten ist deren Base. Er immer mit seiner Nate, Alter. Nimm doch mal ein Gewehr in die Hand, du Blödmann. Dich kann man hier voll erschießen. Oh, der ist ganz alleine da drüben. Ah, siehst du, das Messer hat nicht geklappt. Oh, der ist völlig alleine da drüben. Jetzt müsste ich normalerweise aus Fairness halber rübergehen. Ich denke, dass ja, ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Verlassen. Mal eben hier den Platz wechseln, dass der Typ da nicht ganz so alleine ist. Machen wir uns hier auch tot bei 180 Punkten. Lass mal gucken, wo hier die Leute rumlaufen. Und dann, glaube ich, haben wir für Team Balance gesorgt. Karakral kriegt das ja hier irgendwie nicht auf die Kette mit den. Ja, die Dreckstourer überall schon wieder. Was rum oder auch nicht, vielleicht hier. Ja, ist ein bisschen verwinkelt die Map, aber sonst ist diese Map eigentlich relativ cool. Hat der da ein Turret reingestellt? Ich glaube es nicht. Jetzt ist der auch noch oben. Verdammte Axt. Das wird auf jeden Fall eine etwas längere Runde, weil wir sind hier scheinbar... Jetzt hat der sich verpisst, der Idiot! Alter Schwede! Naja, da steht ein Turret, da gehe ich nicht hin. Na, ganz toll.
Du bist ein Affe, Alter. Ich komme extra wegen dir hier hoch. Und du verpisst dich hier einfach. Tschüss. Hau ab. Jetzt muss ich alleine hier rumkämpfen mit den Affen, ey. Ich bin ein Camper, natürlich. Ich bin auch alleine. Du schreibst da einen Dreck, Junge, ey. Round start. Normal. Normal. Jetzt kriege ich hier so einen Yusuf Baba Akbar oder was weiß ich, wie diese Wasserpfeife da heißt. Kannst du auch voll gebrauchen. Nicht? Oh Mann. Okay, jetzt kriege ich wieder ein paar Leute mehr. What? Wo stand denn der? Ja, guck dir die Sniper an. Weißt du, da wurden zwei von deinen Kameraden gerade erschossen, du Pfeife, Alter. Wo steht denn der? Aha. Da hinten. Aha, aha, aha. Aber weißt du was? Jude, das kann ich auch. Rumglitschen kann ich auch. Oh. Ach, was? So eine Kacke. Guck nicht, Yusuf, was ich mache. Machst du dein Ding, Alter, weißt du? Ich glaube, hier kann man auch bloß großartig rushen. Läuft hier sowieso nicht. Fuck you. Großartig rushen kannst du hier sowieso nicht auf der Map. Also bist du ja quasi dazu fast genötigt, hier rumzusitzen und zu warten. Außer an deiner Base ein bisschen rumzulaufen. Wo ist er? Ja, du kleiner Homo. Ja, gucken wir mal, ob wir den... Dann verlieren wir auch noch gegen die Affen, ey. Eieieiei. Da ist keiner. Ach, weiter runter komme ich gar nicht. Hier gab es früher, gab es mal, ich weiß es aber allerdings nicht in welchem Mod, gab es mal einen Keller, wo man durch konnte. Da waren die Brücken oben zu. Und da hatte man einen Keller. Durch den man halt, alter Schwede, ey, mit Panzerfaust, was ist denn mit dir los, RPG? Futzi. Was bist du denn für eine Macke? Alter, der hängt sowas von im Glitch, der Wichser. Naja. Ah, fuck you. Der hängt da so im Glitch drin. Seht ihr das? Jetzt habe ich ihn aber. Ihr Dreckspisser, Alter. Jetzt habe ich ihn aus seinem Glitch geholt. Ja, ja. Sowas finde ich dann auch wieder nicht cool, sag ich mal. Ja, muss ich dir erst noch helfen hier, du Vogel. Hat er schon ein MG drin, oder was? Nein, er kriegt wieder nicht auf die Reihe. Gucken wir mal. Da oben sitzen sie auf jeden Fall. Du hast gar nichts mehr, Alter. Gar nichts hast du mehr. Gar nichts. Er sitzt schon wieder da in dem Glitch.
So eine Leute gehen mir tierisch auf den Piss, Alter. Da hat sich auch in der Form noch gar nichts geändert hier in Combat Arms. Die glitschen sich ihre Vorteile raus und denken, die sind auch noch cool. Tschüss. Sowas nervt mich. Dann sitzen die da die echt die ganze Zeit in ihrem scheiß Glitch drin. Und kriegen das nicht auf die Kette. Und dann verlieren wir die Runde auch noch, weil zum Anfang hin der Typ alleine hier war. Ganz toll. Mal abgesehen davon, dass die Runde allgemein ein bisschen länger dauert. Ja, du hast natürlich schon gewartet, du Hardscoper. Und das war es schon gewesen mit der Runde. Ich fand die jetzt nicht wirklich berauschend. Im Gegenteil, hat mich ja so ein bisschen aufgeregt. Aber was soll's. So, wir haben 11:15 gespielt. Beschissenes Ergebnis. Aber egal, auch das gehört mal dazu. Und wir sehen uns also dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren oder was auch immer. Bis dahin. Ciao.